Wir sprechen hier sehr viel von Swami Shivananda. Ja, wir verbreiten Yoga in der Tradition von Swami Shivananda. Das ist der erste Vereinszweck von Yoga Vidya. Aber der Yoga oder die Yoga-Tradition von Swami Shivananda ist sehr vielschichtig. Swami Shivananda hatte viele großartige Schüler. Man sagt, es gibt vielleicht keinen so großen Yogameister wie Swami Shivananda, der so viele auch selbstverwirklichte Schüler hatte. Und man geht davon aus, vielleicht 20 seiner Schüler haben auch die Selbstverwirklichung erlangt, ja, was sehr außergewöhnlich ist auch. Und einer seiner engsten und auch bekanntesten Schüler war Swami Vishnu Devananda. Okay. Ja, Swami Vishnu Devananda. Und wenn wir jetzt vom Yoga Vidya ausgehen, genau genommen leben wir hier in der Tradition von Swami Vishnu Devananda. Ja, es gibt viele bekannte Schüler, die er hatte. Ja, es gab Satchit Ananda, der in den USA gewirkt hat, Vishnu Devananda. Hat jemand irgendwie einen Besen oder sowas? Kann man den Beamer ein bisschen justieren vielleicht? Gut, es ist nicht ganz so erheblich jetzt. Und Swami Chinmayananda, ein direkter Schüler von ihm, der auch in Indien sehr bekannt ist, im Shivananda Ashram in Rishikesh direkt, Swami Chidananda, Swami Krishnananda, Swami Vishnu Devananda, ja, ist dann nach Amerika gegangen, USA und Kanada, ja, und hat dort dann eben auch Yoga verbreitet, so wie er es bei Swami Shivananda gelernt hat. Aber die verschiedenen Schüler hatten verschiedene Ausrichtungen auch, ja, so wie sie von Swami Shivananda aus ihnen auch herausgeholt wurde. Ja, seine Schüler, die Swami Shivananda hatte, hatten besondere Fähigkeiten. Und Swami Shivananda hatte durch seine intuitive Kraft die Fähigkeit auch zu sehen, welche besonderen Fähigkeiten haben die einzelnen Schüler, ja, und hat diese besonders hervorgeholt. Swami Vishnu Devananda wurde 1927 in Kerala in Südindien geboren. Das genaue Geburtsdatum weiß man nicht so genau. Es gibt keine Geburtsurkunde. Und als seine Schüler ihn gefragt haben, wann er Geburtstag hatte, weil sie wollten ihn feiern, hat er gesagt, 31.12. Sogar der vermutet, das hat er gesagt, weil er wird sowieso groß gefeiert und dann wird er nicht so hervorgehoben. Ja. Wahre Meister haben meistens nicht so ein großes Aufheben um sich selbst gemacht. Ja, und gut, Swami Vishnu Devananda war jetzt von Haus aus nicht so spirituell. Seine Familie war aus der Kshatriya-Kaste, ist die zweithöchste, die Kriegerkaste. Ja, und die stellen in Indien traditionell mehr so die Beamten, Verwaltung, ja, auch mehr auf dieser Ebene. Ja, und gut, er hatte aber etwas, was in Indien damals auch nicht selbstverständlich war, eine Schulbildung. Ja, kam durchaus aus einer besseren Familie und wollte dann mit seinen Fähigkeiten auch dienen. Und das, was ihm nahe lag, er ging in die Armee zunächst. Ja, und mit voller Überzeugung, dort wirklich etwas Gutes zu tun, dem Land zu dienen auch, ja, und zu helfen. Und allerdings bekamen sie sehr schnell mit in der Armee, dass er organisatorische Fähigkeiten hatte. Er hatte von Natur aus die Fähigkeit, Menschen zu führen, zu begeistern auch. Und so, dass er gleich in eine eher Position gekommen ist, um Menschen anzuleiten, ja, und zu organisieren. Ja, damals war er 17. Das funktioniert. Kann das sein, dass ihr den falschen Kanal habt, weil die Farben sind auch nicht so ganz richtig? Schauen wir mal. Gut, ja, also, als er 17 war, er hat also eher einen Bürojob in der Armee dann gehabt. Ja, und er suchte dann nach einem Stück Papier im Papierkorb, das hat er weggeschmissen, das brauchte er. Und was er dann rausgezogen hatte, war ein Pamphlet von Swami Shivananda, ja, was sehr bekannt ist. Ja, und dort stand nämlich drauf, 1 Gramm Praxis ist mehr wert als Tonnen von Theorie. Das sprach ihn jetzt spontan an. Ja, und was er dort sagte, er war eher ein sehr pragmatischer Mensch, auch nicht so viel drumherum. Und so besuchte er Swami Shivananda. Jetzt stimmen schon mal die Farben.
Ja, und dann besuchte er Swami Shivananda auch einmal, weil er dachte, na, das muss jemand sein, der kennt sich aus im Leben. Ja, und was ihn an Swami Shivananda schon von vornherein sehr ansprach, ist, dass er wenig Tamtam um sich gemacht hatte. Viele Yogameister haben oft ein großes Brimborium um sich gemacht, mit Aschen beschmiert, große Gewänder. Ja, auch heutzutage noch ist es sehr, machen viele gerne etwas um sich herum. Inder springt da auch schnell drauf an. Ja, irgendwann mal letztens bei YouTube einen jetzt lebenden Yogameister gesehen, der hatte einen großen, einen goldenen Thron, wo er drauf saß und dann irgendwas erzählt hat. Ich habe dann umgeschaltet. Ja, und gut, Swami Shivananda machte also nicht so viel Tamtam. Er war ein sehr schlichter Mensch, ja, der mehr mit dem, was er sagte oder was er auch ausstrahlte, besonders bestach. Ja, und Swami Vishnivananda war durchaus berührt von diesem, ja, Meister, und später besuchte er ihn noch einmal. Und das ist jetzt anders, als wenn wir mal in den Ashram fahren. Wenn ihr findet, eure Anfahrt war beschwerlich, ja, dann wäre es vielleicht gut, einmal mit der Bahn von Südindien nach Nordindien zu fahren. Kerala nach Rishikesh, das sind dann knapp 3000 Kilometer. Ja, und Swami Vishnivananda hatte 5 Tage Urlaub und dann ist er knapp 2,5 Tage hingereist in den Ashram, war einige Stunden da. Und dann musste er schon wieder zurück. Ja, also es ist eine andere Motivation gewesen, um sowas auf sich zu nehmen, den kostbaren Urlaub, ja, dafür zu benutzen. Da war schon eine tiefe Berührung durch den ersten Besuch offensichtlich da, dass diese Motivation so stark ist, dann ausgerechnet diesen Yogameister wieder zu treffen auch. Ja, und Swami Vishnivananda war eher ein Skeptiker, ja, der nicht viel hielt von Esoterik, ja, und dem Drumherum, und aber irgendwie dieser Mann, der, was der gesagt hatte, das hatte Hand und Fuß. Das war sehr lebensnah, auch was Swami Shivananda gelehrt hatte, gut umsetzbar, sehr praktisch. Ja, und Swami Vishnivananda war dann also im Ashram und wollte sich das Ganze ein bisschen anschauen. Nun ist es üblich in Indien, damals noch mehr wahrscheinlich als heute, vor Yogameistern sich zu verbeugen. Ja, ist ganz interessant. Ja, dann werden die Füße berührt, das ist egal wie schmutzig, Indien ist schmutzig und es war früher noch schmutziger, die schmeißen sich in den saubersten, strahlendsten Klamotten auf den Boden, ja, um sich vor den Meistern zu verneigen, und für Swami Vishnivananda, damals hieß er noch nicht so, ja, da, für ihn kam es überhaupt nicht in Frage, ja, sich jetzt vor einem Menschen zu verneigen. Ja, Kshatriyas sind auch eher stolz, das sind die Führer, und so dachte er, nee, also das macht er gar nicht. Um sich nicht verneigen zu müssen, ist er immer in größerer Entfernung um Swami Shivananda und den Pulk um ihn herumgegangen. Ja, und dann kam dieser Pulk auf ihn zu und dann ist er irgendwie geflüchtet, um sich nicht verneigen zu müssen, in einen Nebenweg, und das war eine Sackgasse. Swami Shivananda nahm ihn aus der Entfernung wahr, ja, und ging schnurstracks in diese Sackgasse. Jetzt hatte Vishnudevananda ein Problem. Er konnte nicht entweichen. Es war ausgesprochen unhöflich, sich nicht zu verneigen. Ja, aber sich jetzt so zu verneigen, fand er irgendwie, das ist nicht richtig. Swami Shivananda, ja, der sah diesen Konflikt in diesem jungen Mann, ja, und machte etwas sehr Unübliches. Er warf sich vor Swami Vishnudevananda, damals war natürlich noch kein Swami, auf den Boden und verneigte sich vor ihm. Im Bewusstsein, auch hier ist eine Manifestation des Göttlichen Selbst. In dem Moment begann, ja, der Junge, Vishnudevananda, zu zittern. Es berührte ihn sehr am ganzen Leib. Es öffnete sein Herz. Diese Demut dieses Meisters hat ihn quasi erschüttert. Ja, er bekam noch einige Anweisungen von Swami Shivananda und die dringende Empfehlung, ein spirituelles Tagebuch zu führen. Eine Empfehlung an Aspiranten, gerade wenn sie neu beginnen, ein spirituelles Tagebuch zu führen. Das gibt es bestimmt irgendwo auf www.yoga-vidya.de auch, falls ihr eine Vorlage sucht. Ja, und dann gebt ihr in der Suchmaschine spirituelles Tagebuch ein. Ja, und dort bekommt ihr dann eine Vorlage, das zu führen. Es gibt ja auch ein Seminar Laufen und Yoga, und jeder halbwegs ernsthafte Läufer führt ein Lauftagebuch über die gelaufenen Kilometer, das Normalste von der Welt. Ja, und das hilft auch beim Yoga. Es hilft auch auf dem spirituellen Weg, das, was ich an spirituellen Praktiken gemacht habe oder nicht gemacht habe, festzuhalten. Ja, und die Aspiranten, die wirklich sehr hohe Stufen des Bewusstseins erlangt haben,
Die haben eins gemeinsam, sie haben mindestens in der Anfangszeit ein spirituelles Tagebuch geführt. Ja, es ist enorm hilfreich, Stabilität zu bekommen, ja, Selbstverständlichkeit in der Praxis, davon nicht abzuweichen. Ja, er war also tief inspiriert von diesem Besuch und übte von da an täglich. Ja, jetzt in der Armee, dort lebt er in so einer Baracke, da lebten dann 16 Menschen in einem Raum, eng zusammengepfercht, also nicht so luxuriös wie unsere Schlafsäle hier. Ja, die hatten dann auch Doppelstockbetten mit ungefähr 1,20 Meter Platz. Er hatte ein Bett unten und der Boden war ausgesprochen schmutzig, die hatten dann so Lehmböden. Das heißt, sein Bett war auch seine Yogamatte. Wenn ihr also der Meinung seid, ihr könnt nicht richtig Yoga praktizieren, weil ihr nicht die perfekten äußeren Bedingungen habt, ja, sollte nicht das Hindernis sein. Wahrscheinlich ist das Problem woanders. Ja, also, er hatte sein Bett gehabt mit weniger Platzkopf, schon hat er irgendwie anders gemacht dann halt, aber egal. Die Möglichkeiten, die da sind, die werden genutzt und praktizieren. Ja, dort hineinzugehen auch. Und er besuchte dann noch einmal Swami Shivananda, das war dann auch der letzte Besuch, ja, in dem Ashram. Dort geschah ihm nämlich ein Missgeschick. Und zwar Swami Shivananda, so im Vorbeigehen, fragte er dann diesen jungen Mann, ob er nicht bleiben möchte. Und der Vishnu Devananda, der war gedankenverloren. Ja, Swamiji, klar. So, ja, und nachher wurde ihm erst bewusst, was er gesagt hatte. Wenn man einem heiligen Menschen ein Versprechen gibt, gibt man es Gott persönlich. Ja, das kann man nicht wieder zurücknehmen. Was man da einmal gesagt hat, also wenn ihr euch an Gott wendet, überlegt euch genau, mit welchen Wünschen, weil es besteht die Gefahr, dass sie in Erfüllung gehen. Ja, und so sagte also Vishnu Devananda, ja, Swamiji, klar. Und da wurde ihm bewusst, wenn er dieses Versprechen gegeben hat, muss er bleiben. Er hatte eigentlich vor, weiter in der Armee zu dienen, aber dann blieb er doch im Ashram quasi aus Versehen. Ja, dort war er dann 1947 also, wurde er dann Swami auch, geweiht von Swami Shivananda. Ja, und zu dieser Zeit eröffnete Swami Shivananda auch die Yoga Vedanta Forest Academy, um systematische Schulungen im Yoga und Vedanta durchzuführen. Ja, das war so das erste Mal, dass es überhaupt so eine Art systematische Kurse gab in Yoga auch. Ja, sowas gab es vorher nicht. Man ging zum Meister, saß mit ihm irgendwie herum, hat ein bisschen gearbeitet. Irgendwann hat er irgendwas irgendwie erzählt. Ja, und so hat man mit der Zeit irgendwas gelernt. Ja, und Swami Shivananda hatte auch eine westliche Schulbildung und Studium und ja, war der Erste, der vielleicht angefangen hat, so ein bisschen Struktur reinzubringen auch. Und er machte dann Swami Vishnudevananda, als er 21 war, zum Professor für Hatha-Yoga. Ja, und Swami Vishnudevananda, der fühlte sich dann doch irgendwie überfordert, was man jetzt an dem Foto nicht unbedingt sieht. Das geht nicht, ich bin gerade erst hergekommen, ich kann jetzt nicht Professor werden. Ja, aber Swami Shivananda hatte diese intuitive Schau eines verwirklichten Meisters. Er wusste, ja, er sah auch in die früheren Leben von Vishnudevananda und sah, was der in den früheren Leben schon gemacht hatte und an Fähigkeiten schon mitgenommen hatte, berührte das dritte Auge mit seinem rechten Ringfinger, ja, also von Vishnudevananda, das dritte Auge. Und in dem Moment offenbarten sich ihm alle Hatha-Yoga-Praktiken, die er in den letzten Leben schon gemacht hatte. Es war quasi wie eine Kundalini-Erweckung. Ja, das schoss aus ihm hervor und er war nicht mehr zu bremsen von dem Tag an. Praktizierte er alle möglichen Hatha-Yoga-Praktiken. Sie kamen aus dem Inneren heraus. Ja, und er konnte nicht anders als es fließen lassen, machen die Pranayama-Techniken, Asanas, Bandhas, Mudras, all diese Dinge, stundenlang am Tag war er am Praktizieren. Das war ein bisschen seltsam, er war ja ein Skeptiker nach wie vor. Wollte nun wissen, ob das auch richtig ist. Ist dann auch einige Monate mit einem anerkannten Hatha-Yoga-Meister in die Lehre gegangen zu dem, und um das überprüfen zu lassen, und stellte fest, alles, was er in diesem Moment sich ihm offenbarte, das waren ganz klassische, alte, traditionelle, authentische Hatha-Yoga-Techniken, keine Erfindung seines Geistes, ja, sondern wahrhaftiges Yoga, was Swami Shivananda also durch diese Berührung offenbarte, und so wurde er zum Professor für Hatha-Yoga. Er war also ständig am Praktizieren, auch wenn er nicht unterrichtete. Ja, und wenn Swami Shivananda ihn wegen irgendwas sprechen wollte, dann wusste er, er muss nur in seine Kammer gehen und dann fand er ihn in irgendwelchen Verrenkungen. Ja, Swamiji, was ist? Ja, und so war er dann
erreichbaren. Aber er machte trotzdem sein Seva, sein Karma-Yoga auch im Ashram. Er ließ lieber eine Mahlzeit aus, als ja, auf die Praxis zu verzichten. Seine Guru-Bais, seine Mitschüler, die bekamen irgendwann dann Sorgen und haben ihm dann das Essen gebracht. Das ist nicht so bequem wie hier, das Essen. Das dauert dann, zum Essen haben sie vielleicht 10 Minuten Zeit, aber man muss sich anstellen, bis man das Essen kriegt. Das wird, war jetzt gerade auch dort in Rishikesh, dann werden erstmal 10 bis 15 Minuten Mantras rezitiert für das Essen und so. Das dauert eine Zeit, die war ihm zu kostbar, er dachte, das dauert zu lange. Ja. Und auf diesem Bild sieht man ihn ja, hinter der Säule links. Ein Stehender mit so einem Tuch über die Schulter. Dort assistierte er dann also Swami Shivananda in einer Hatha-Yoga-Stunde. Er war ja jetzt der Lehrer für Hatha-Yoga dort. Ja, so kann man sagen, unter den Schülern von Swami Shivananda hat er diesen starken Hatha-Yoga und Kundalini-Yoga-Schwerpunkt. Ja, er ist wie Swami Shivananda ein ganzheitlicher Yogi, der all die Aspekte des Yoga weitergegeben hat, aber mit diesem Schwerpunkt. Ja, sodass dann auch dieser Tagesablauf, den ich hier kennt, mit Vormittags- und Nachmittags-Hatha-Yoga-Stunden, das ist also etwas, was Swami Vishnu Devananda so eingerichtet hat auch. Jetzt war er jemand mit einer sehr starken Ausstrahlung, der auch gut Menschen begeistern konnte, und Swami Shivananda schickte ihn dann auch auf Vortragsreisen, ja, und schickte ihn auch in den Westen letztendlich. Ja, er erkannte, im Westen gab es viele Seelen, die sehr weit entwickelt sind, die sich jetzt im Westen inkarniert haben und praktisch darauf warten, auch mit diesem spirituellen Wissen in Kontakt zu kommen. 1959 ging er in den Westen, das ist dann bei seiner Ankunft also in Amerika, ja, mit dann 32 Jahren. Ja, und er hatte jetzt nicht viel Geld, also er hatte überhaupt kein Geld. Kam auch über Umwege in die USA letztendlich und musste dann über das Unterrichten von Yoga praktisch auch sein Geld verdienen. Ja, gewohnt war er, wie in Indien üblich, einen Korb hinzustellen, die Menschen spenden das, was sie für sinnvoll halten. In Indien funktioniert es gut, in New York nicht. Ja, dann hat er Klassen gehabt mit 30, 40 Schülern und am Ende $1 im Korb. Er musste also erstmal lernen nach westlichen Maßstäben, also wenn du gut bist, musst du einen guten Preis nehmen. Ja, dann hat er gelernt von seinen Schülern praktisch, wie man das richtig macht, und wenn er auch einen ordentlichen Preis genommen hatte, hatte er noch mehr Schüler. Auch so verschiedene Dinge, ja, hat er dort sich dann auch angeeignet. Er ließ sich dann letztendlich in Kanada nieder, in der Nähe von Montreal. Ja, weil in Kanada ist es etwas leichter mit den Einwanderungsbestimmungen. Ja, und dort war dann also sein Headquarter. Er unterrichtete viel Yoga, das war die Mission auch, Yoga zu verbreiten im Westen, westliche Seelen oder Seelen, die sich im Westen inkarniert haben, auch mit Yoga zu berühren, und überlegte, wie kann ich besonders effektiv unterrichten. Er hatte Kurse mit 10, 20, 30 Leuten, die hat er unterrichtet, die sind nach Hause gegangen, haben praktiziert. Das reichte ihm nicht. Ja, wie kann ich das noch weiter verbreiten? Und so kam er auf die Idee, Yogalehrerausbildungen durchzuführen. Das gab es in der Form damals nicht. Ja, und Swami Vishnu Devananda ist praktisch der Erfinder der strukturierten Yogalehrerausbildung, wie sie jetzt auch stattfindet. Es gibt ja einige Teilnehmer, die gerade die 4 Wochen Yogalehrerausbildung hier machen. Ja, und in sehr, naja, ganz identisch nicht, aber der Grundaufbau, die Struktur ist original Swami Vishnu Devananda, ja, der aus seiner tiefen, intuitiven Fähigkeit auch dann dieses geniale Konzept entwickelt hat. Und 1969 führte er dann die erste systematische Yogalehrerausbildung durch. Ja, zunächst sagte er, ähnlich wie es in Rishikesh üblich ist, mehrere Monate so einen Lehrgang zu machen. Es klappte nicht. In den USA, stellte fest, er kann nur Yoga-Lehrerausbildung so lange stattfinden lassen, wie Menschen Urlaub haben. Und so kam er auf dieses Format von 4 Wochen, ja, diese 4-wöchige Intensiv-Yoga-Lehrerausbildung. Wenn man so guckt, was in Indien auch jetzt stattfindet an Yoga-Lehrerausbildung oder USA, das ist praktisch der internationale Standard für Yoga-Lehrerausbildungen. Ja, das meistgebräuchliche Format für Yoga-Lehrerausbildung ist dieses 4-Wochen-Format. Ja, das ist ganz interessant, welche Ausstrahlung und Wirkung praktisch so ein
fantastischer Yogameister dann auch hat. Ja. Es gibt auch Bilder, wenn ihr durch das Gästehaus geht, da ist so eine Shivananda-Galerie, auch Swami Shivananda, der viel Musik gemacht hat, auch auf dieser Ebene viel inspiriert hat. Und wenn Swami Vishnu-Devananda vielleicht besonders als Hatha-Yogi bekannt war, er hatte viele andere Aspekte auch dann in seinem Repertoire. Gut, das Bild mit den Tablas habe ich jetzt gerade nicht dabei. Ja, dort schon etwas älter und gereift. Ja, ich habe jetzt so verschiedene Fotos und das sieht man vor allem an der Hüfte, dass er etwas älter geworden ist. Aber immer noch hat er ja intensiv praktiziert und wenig von Kraft und Flexibilität eingebußt. Das ist dann in den Laurentiden, das ist so ein Mittelgebirge, ja, nördlich von Montreal, wo sein Ashram ist. Er hatte dann für damalige Zeit eine Sensation, ein sehr berühmtes Yoga-Buch geschrieben, das große illustrierte Yoga-Buch. Teilnehmer der Yogalehrerausbildung haben das auch. Ja, das war damals ein wahnsinniger Kassenschlager, sowas gab es noch nicht, Yoga-Bücher. Ja, und das Geld, was er dort verdient hatte, damit hat er dann einen großen Wald gekauft in den Laurentiden, der eigentlich zu Papier verarbeitet werden sollte, und so konnte er diesen Wald retten. Und dort hat er dann seinen Ashram auch gegründet auf diesem Gelände. V auf dem Geländer. Es gibt dann auch noch andere Fotos, das habe ich jetzt nicht hier. Da ist so eine Überfahrt auf so einem See, wo er dann auf der Reling eines Schiffes den V macht. Ja. Und ja, es gibt dann auch eine schöne Anekdote, wie er eine Yogastunde gegeben hat. Das gibt dann so eine Plattform in Montreal, das ist sie jetzt nicht. Gut, er probiert da auch viele westliche Experimente aus. Ja, die Plattform, die seht ihr auf dem späteren Bild, das war so ein steiler Hang. Ja, ich habe dann da meine Yogalehrerausbildung gemacht, 92, und das mussten sie die Plattform in so einen Hang bauen. Dann geht es also am Ende so 5 Meter runter und an dem Kreuz oder an diesem Dreieck, da hat er dann den Kopfstand gemacht, 90 Minuten gehalten und dann aus dem Kopfstand heraus eine Yogastunde gegeben. 90 Minuten. Ja, und intensive Yoga-Praxis bis zur Erleuchtung heißt nicht, dass man nicht Spaß im Leben haben kann. Ja, im Westen angekommen hat er auch vieles ausprobiert. Aber was machen Menschen im Westen? Ja, diese offene, undogmatische Art und Weise, die hat ja schon Swami Shivananda vorgelebt und Vishnu-Devananda hat sich sehr darauf auch eingelassen und hat auch die Fähigkeit eben. Dadurch vielleicht auch besonders akzeptiert zu werden, ja, dieses tiefe Vertrauen der Menschen zu haben. Gut, da hinten sieht man ihn Tennis spielen, klassisch indisch barfuß. So, den Führerschein hat er in Afghanistan bekommen, auf dem Weg in die USA. Der wurde ihm dort geschenkt. Das Autofahren hat er dann irgendwie in den USA gelernt. Er hatte auch diverse Unfälle gemacht, die schwersten allerdings nicht selbst verursacht. Dabei auch. Ja, er war durchaus ein Freund von moderner Technik, auch schon Swami Shivananda, der die modernsten Druckermaschinen seiner Zeit hatte. Und so suchte Swami Vishnu-Devananda auch Möglichkeiten, natürlich die moderne Technik zu nutzen, Yoga zu verbreiten. Er hatte ein Faxgerät, als noch niemand Fax hatte. Dann mussten die Zentren sich halt ein Faxgerät anschaffen, damit er irgendwohin Faxe schicken konnte. Dann haben sie wenigstens von Zentrum zu Zentrum Faxe geschickt. Als E-Mail aufkam, war er sofort dabei. Es gab zwar kaum jemand, der einen Computer hatte und E-Mails schicken konnte, aber dort war er sehr früh, um das zu nutzen. Und natürlich mit dem Auto kommt man schneller an verschiedene Orte, um zu unterrichten. Das ist dann in seinem Flugzeug. Ja, er hatte eine Piper Apache, den nannte er den Peace Plane. Und rechts seht ihr so Peter Max, der war in den 60er, 70er Jahren ein ganz berühmter Künstler. Der hatte das Flugzeug gestaltet. Und Swami Vishnu-Devananda war auch bekannt als Flying Swami. Ja, auch in der Presse und weltweit wurde er ziemlich berühmt, ja, weil er Friedensflüge veranstaltet hatte von Israel nach Ägypten. Mit diesem Flugzeug hat er Flugblätter abgeschmissen und Blumen, um so auch aufmerksam zu machen auf den Frieden. Er hatte in der Zeit auch eine Vision gehabt, dass die Erde in einem Feuerball untergeht. Und dann diese dringende Mission gespürt, etwas unternehmen zu müssen, um das zu verhindern auch. Ja, dort sitzt er mit Führern der Sikhs zusammen. Es gab dann diese Kriege auch
gegen die Sikhs, hat sich mit denen zusammengesetzt, um auf verschiedene Dinge aufmerksam zu machen, schaffte sich ein Ultraleichtflugzeug an, ja, und flog damit 1983 über die Berliner Mauer. Das ging auch natürlich überall durch die Presse. Einige von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, auch wie das in der Presse dann stand. Dann landete er da auf dem Alexanderplatz in Ostberlin ohne Ausweis. Er hatte sich ja selbst gemacht, einen Weltpass als Weltbürger. Und damit ist er dann also nach Ostberlin geflogen. Die wussten, erstmal haben sie ihn eingesperrt, die wussten überhaupt nichts mit ihm anzufangen. Immerhin haben sie es geschafft, ihm ein Käsesandwich zu bringen, vegetarisch. Und dann haben sie versucht, ihn einfach so schnell wie möglich in den Westen abzuschieben, damit es möglichst wenig Aufruhr gibt. Das ist jetzt diese Yoga-Plattform in Kanada, wo er Yoga-Stunden auch gegeben hat. Anatomieunterricht in einer Yogalehrerausbildung. Abschlussfoto einer Yogalehrerausbildung. Also, ihr habt ja noch eine Woche Zeit in der jetzt laufenden, bis wir euch dann im Kopfstand alle fotografieren können. Gut, nehmt es nicht so ernst, bitte, ihr müsst jetzt nicht. Aber es macht auch nichts, wenn ihr den Kopfstand könnt. Also. Schön. Er hat also die Fähigkeit, Menschen auch zu ihren Höchstleistungen zu bringen, seine engeren Schüler, hat er wirklich dazu motiviert, über Aufgaben, ja, alles aus sich herauszuholen, um das Potenzial, was ihnen schlummert, zu entfalten. Er war da auch relativ rigoros und schonungslos, gerade mit den engsten Schülern. Ja, dieses Bild, das ist auch dort ganz hinten. Ja, das war dann so der Ausdruck, wenn er, ja, Menschen inspiriert hatte. Swami Sharadananda hat das mal berichtet, wenn der Abschlusssegen einer Yogalehrerausbildung war. Ja, dann war er in diesem Zustand, oft wenn die Teilnehmer den Raum verlassen haben, dann war er schon wieder irgendwo anders mit seinem Bewusstsein auch. Die meisten Fotos, die man von ihm sieht, lacht er. Ja, er war grundsätzlich ein sehr positiver, fröhlicher Mensch, aber sehr temperamentvoll. Also die engeren Schüler, die kennen ihn auch anders, wenn mal was nicht gelaufen ist. Dann konnte er sehr ja, abschreckend auch sein. Hatte aber auch tiefgreifende Fähigkeiten. Einmal hat er das, was Meister auch vorgegeben haben, an großen Fähigkeiten etwas lächerlich gemacht. Wenn Meister mit besonderen Fähigkeiten hausieren gehen, um darzustellen, was für tolle Meister sie sind, das hat er ausgesprochen suspekt empfunden. Ja, und immer wieder auch seine Schüler, der dazu animiert, skeptisch zu hinterfragen, nicht wie ein Papagei nachzuplappern, sondern zu prüfen, ob das, was man tut, das Richtige ist. Immer wieder zu überprüfen, ja, ob das der richtige Weg ist und die richtige Praktik und wenn man sich auch auf einen Lehrer, einen Meister einlässt, ob dieser authentisch ist. Ja, aber Schüler berichten auch, dass er auch besondere Fähigkeiten hatte, Heilkräfte. Sukadev war ja sein persönlicher Assistent und übersetzte ihn auch, ja, klassischerweise und so, auch wenn er persönliche Gespräche hatte und Menschen dann Tipps gegeben hatte, wie sie zur Heilung kommen können, hat er die mitgekriegt und Sukadev stellte fest, wenn Menschen mit ihm gesprochen hat und er hat die gleichen Tipps gegeben, die hatten längst nicht die Wirkung, wie wenn Vishnu Devananda genau das Gleiche gesagt hatte. Ja, es passierte mehr dabei auch, wenn Swami Vishnu Devananda mit Menschen gesprochen hatte, auf einer subtilen Ebene. Ja, Sukadev hat auch mal von einem interessanten Erlebnis berichtet, da war er der Leiter vom Pariser Yoga-Zentrum und Swami Vishnu Devananda war in Kanada. Ja, und Sukadev hatte sich den Knöchel verstaucht, das Yoga-Zentrum war im vierten Stockwerk und er konnte es nicht verlassen. Die Situation war nicht so erfreulich. Ja, und er schrieb dann auch einen Brief an Swami Vishnu Devananda und so ein Brief dauert eine Woche, bis er dann da ist. Ja, am nächsten Tag, dann kam aus dem Himmel ein Lichtstrahl in ihn hinein, ging in den Fuß hinein, er wurde ganz heiß und wenige Stunden später war der Fuß wieder gesund. Und nach einer Woche kam ein Brief, ob es seinem Fuß wieder gut geht, also eigentlich, er kann es nicht von niemandem gehört haben, dass der Fuß ja, krank war. Er hat eine tiefe intuitive Schau gehabt, der Vishnu Devananda wusste, Sukadev geht es nicht gut und wird ihm diese heilenden Segen geschickt haben. Er hat gesagt, ich habe dir sent you Om Triambakams. Kurze Nachricht, ja. Und diese Om Triambakams von ihm hatten offensichtlich eine sehr durchschlagende Wirkung bei Sukadevs
Fuß auch gehabt. Das ist seine Mutter, die auch dann Swami wurde. Jetzt ein Swami, der löst sich ja von allem Irdischen. Der hat also keine Familie mehr, er hat keine Kinder mehr, keine Eltern. Ja, das heißt, ein Swami verlässt nicht jetzt wirklich seine Familie, sondern er lässt sich auf das Universum ein. Wenn man jetzt Swami wird, gibt man das Versprechen, ja, wirklich sozusagen seine Liebe mit dem Universum zu teilen. Ein Heiliger begrenzt sich nicht mehr, nur wenige einzelne Menschen zu lieben, sondern entwickelt Vishwaprem, allumfassende Liebe für die gesamte Schöpfung. Ja, und das war dann ganz interessant, weil wenn die dann zusammen waren, tat Vishnu so, als ob er sie gar nicht mehr richtig kennt und so. Und dann fragte er, und how is Mataji? Bring Mataji fruits and bring ihr Blumen und so. Er kümmerte sich dann immer um sie, so intern, aber offiziell, dann ging es doch nicht so. Das war auch ganz schön. Ja, hier bei einem Ritual, rechts, das ist Swami Mahadevananda, der leitet nach wie vor dann in Südindien im Ashram des Shivananda Yoga Vedanta Center. Dort segnet er ein Kind. Er hat sehr viel auch sich mit den Kindern beschäftigt. Im Sommer gab es immer auch ein Kids Camp, wo er persönlich auch unterrichtet hatte. Ja. Das war dann der große Saal. Dort habe ich noch meine Yogalehrerausbildung gemacht. Den gibt es nicht mehr, der ist abgebrannt. Mir kam der damals unglaublich groß vor. Er ist, glaube ich, kleiner als der Shivananda-Saal. Ja. Dort rechts oben auf der Bühne sieht man Vishnudevananda sehr klein. Dort wieder mit Kindern in tiefer Meditation. Das ist mit Swami Chidananda. Ja, er und Swami Chidananda haben ja zusammen bei Swami Shivananda gelernt. Aber ein Guru bei Swami Chidananda ist jetzt in Rishikesh so der große Meister. Ja, der hatte vor einigen Jahren seinen Körper verlassen, ja, Mahasamadhi erreicht und ist da jetzt der großverehrte Meister auch. Ja, und die haben sich immer mal wieder getroffen. Auch, es gibt auch Fotos, wo er mit mehreren, so mit Satchitananda, Chinmayananda, Chidananda zusammen sind. Auch die haben sich immer wieder auch getroffen, ja, um sich gegenseitig zu unterstützen. Dort ist er mit einem jungen Swami Sukadevananda zusammen, den ihr jetzt als Sukadev kennt. Der ja viele Jahre sein persönlicher Assistent war, ja direkt also von einem großen Meister gelernt hat, sodass diese Tradition auch sehr lebhaft und authentisch weitergeführt wird. Swami Vishnudevananda selbst lebte klassischerweise, wie es klassischerweise üblich ist, 12 Jahre bei seinem Meister, lernte im Gurukula-System, genauso lernte Sukadev im Gurukula-System über die vielen Jahre, die er bei Swami Vishnudevananda war. Dort lässt er eine Taube fliegen und so habe ich ihn dann kennengelernt, 1992, dort habe ich in Kanada meine Yogalehrerausbildung gemacht, ein Jahr bevor er dann seinen Körper verlassen hat. Ja, 1993, am 9.11. hat er dann alles, halt vorher das Jahr schon alles geregelt, seine Nachkommenschaft geregelt, dass alles ohne ihn laufen kann. Ja, und hat sich dann ein One-Way-Ticket nach Indien besorgt, auch gesagt, er wird nicht wiederkommen. Ja, ist dann nach Indien geflogen und hat dort dann seinen Körper verlassen, an einem Ort, wo er sich vormals für intensive Praxis zurückgezogen hatte. Und so wirkt er seit diesem Tag dann nicht mehr begrenzt durch einen physischen Körper, sondern, ja, also engere Schüler, die ihn gut kennen, gehen davon aus, dass er auch Mahasamadhi erreicht hat, ja, dass er also die höchste Form des Bewusstseins erlangt hat und so nicht mehr nur begrenzt wirkt, sondern aus diesem unendlichen Bewusstsein heraus erfahrbar ist. Man kann ihn also anrufen, ja, über seinen Namen ihn rufen und so in seiner allumfassenden Präsenz auch Unterstützung bekommen, Segen und Inspiration. Hari Om, Tat Sat.